Victron MPPT Laderegler sind vermutlich die bekanntesten und beliebtesten im Bereich Camper, Van und Solarkleinanlagen. Jeder von euch hat sicher schon mal eine dieser beiden blauen Boxen gesehen. Ich sag dir jetzt aber, dass Victron Laderegler ein großes Problem mit sich bringen und wie ich das gelöst habe, zeige ich dir im Folgenden. Du fragst dich jetzt vermutlich, was ist das Problem? Um das zu verstehen, müssen wir kurz klären, wieso ich mich für einen Victron Laderegler und keinen Denison oder von anderen Herstellern entschieden habe. Der Grund ist folgender. Die Smart Solar Serie von Victron ist der einzige Laderegler, der per Handy-App ausgelesen werden kann und es mir so ermöglicht, präzise Messungen mit dem Handy durchzuführen und dabei sowohl Tagesproduktion als auch Live-Spannungs- und Stromveränderungen grafisch zu dokumentieren. Klingt soweit super gut, wenn da nicht das Problem wäre, und zwar, dass Victrons Ultra Fast Maximum Power Point Tracking auf einem Step-Down-Prinzip funktioniert und somit die Photovoltaik-Eingangsspannung für den Last- bzw. Batterie-Output nicht erhöht werden kann. Das Maximum Powerpoint-Tracking-System benötigt mindestens eine 5 Volt größere Photovoltaik-Eingangsspannung als die im System laufende Batteriespannung. Das heißt, bei 24 Volt Batteriespannung benötigt es mindestens 29 Volt PV-Spannung, was bei verbreiteten 18 Volt Modulen heißt, dass man mindestens 2 in Reihe verbundene Module braucht. Jetzt zeige ich dir, wie ihr genau das Problem einfach umgehen könnt. In meinem Fall benötige ich 48 Volt Output-Spannung, um meine 12S Akkus zu laden. Da der 130er Victron aber keinen Lastausgang hat, ist der Batterieport nur aktiv, wenn eine Spannung gemessen werden kann. Das gleiche Vorgehen gilt aber auch für Modelle mit Lastausgang, wie beispielsweise hier der 120er. Mehr dazu aber gleich. Ein 48 Volt Akku kann ich nicht einfach so anschließen, da der 130er nur 24 und 12 Volt kann. Also habe ich mir einen Trick überlegt. Meine Lösung sind hier diese beiden Superkondensator Packs. Die verbinde ich in Reihe, um sie bis 30 Volt aufzuladen. Die 6er Packs sind mit einem BMS ausgestattet und somit immer gebalanced. Mit den Superkondensatoren simuliere ich für den Victron 130er einen Akku. Statt einen 24 Volt LiPo Akku dauerhaft zu entladen und zu laden, nutze ich Kondensatoren, welche keine begrenzte Lebensdauer haben und keine Schäden von schnellem Entladen nehmen. Wer mehr über die Kondensatoren wissen möchte, hier habe ich ein detailliertes Video veröffentlicht. An die Kondensatoren schließe ich jetzt einen Step-Up-Converter. Ich nutze dafür einen 1200 Watt 20 Ampere DC-DC Boost Converter, welcher meine 30 Volt Eingangsspannung der Superkondensatoren auf 48 Volt hochtransferiert. Das Ganze geht natürlich auch mit 36 Volt und so weiter. Da der Strom durch den Step-Up-Wandler nicht in beide Richtungen fließen kann, sind die Superkondensatoren vor Überspannung geschützt und sicher. An den Output des Step-Up-Wandlers verbinde ich jetzt meinen 48 Volt Verbraucher und die Akkus. Warum braucht es jetzt aber die Kondensatoren auch für Modelle mit Lastausgang, wie beispielsweise hier der 120er, denn hier braucht es keinen simulierten Akku. Die dauerhaft schwankende Solarspannung würde bei keinem Ausgleichen durch Superkondensatoren den Step-Up-Wandler dauerhaft an- und ausgehen lassen und somit nicht funktionieren. Auch hier benötigt es Superkondensatoren, die die Solarspannungsschwankungen ausgleichen. Alle von mir genutzten Bauteile sowie meinen Victron-Laderegler habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und war informativ für euch. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, denn hier geht es um Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung, wie beispielsweise an meinem solarbetriebenen Boot. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ist hier drüben verlinkt, könnt ihr euch anschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.